Grenzenlose Wanderwelten. Inmitten des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen liegt direkt an der französischen Grenze die Ortschaft Burbental, abseits des Felsenland-Sagenweges. Mythos und Legende treffen auf moderne Kunst und das vor der Kulisse charmanter Fachwerkhäuser. Das romantische Wieslautertal ist nicht nur für Wanderer attraktiv. Zu jeder Jahreszeit radeln Ausflügler auf dem beliebten deutsch-französischen Paminer Radweg Lautertal. Idylle und unberührte Natur. Entlang der Wieslauter offenbart sich eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Der Jugendzeltplatz am Ortsrand von Niederschlettenbach ist komplett barrierefrei und liegt am Radweg nach Wissembourg. Ein Abstecher ins romantische Wasgaudorf Niederschlettenbach ist lohnenswert. In der nahegelegenen St. Anna-Kapelle liegen die Gebeine von Hans Trapp, dem Ritter von Burg Beerwartstein. Bis in die Keltenzeit geht die Geschichte des Besucherbergwerks Eisenerzgrube in Notweiler zurück. Der St. Anna-Stollen ist heute ein technisches Kulturdenkmal am Grenzgängerweg. In den hell erleuchteten Gängen und Schächten werden Blicke auf farbenprächtige Eisenerzadern frei. 420 Meter lang ist der bequem zu laufende Rundgang unter Tag. Danke für den Besuch, wünsche noch einen schönen Abend, kommt dann wieder gut nach Hause, Glück auf. Kurz vor der französischen Grenze führt der Felsenland-Sagenweg zur höchstgelegenen Burganlage der Pfalz, zur Wegelnburg. Über Felsentreppen gelangt man hinauf zur Oberburg. Von dort bieten sich fantastische Aussichten in alle Himmelsrichtungen. Mit den Burgruinen Hohenburg, Löwenstein und Fleckenstein ist die Wegelnburg auch Teil des deutsch-französischen Burgenweges, dem ersten grenzüberschreitenden Premium-Wanderweg. Viel zu entdecken gibt es in der Burgruine Hohenburg. Verwinkelte Treppenaufgänge, Renaissanceportale und eine Richtungstafel auf dem Turm machen die Besichtigung zum Abenteuer. Oder einfach mal durchatmen, auf einer der beliebten Mauern in der Sonne liegen, bevor es weitergeht zur nächsten Attraktion. Um viele Burgen entlang des deutsch-französischen Burgenweges ranken sich rätselhafte Geschichten und Ereignisse. Teuflisch soll es beim Bau des Brunnens auf der Ruine Fleckenstein zugegangen sein, so die Überlieferung. Weniger teuflisch, aber weiter sagenhaft geht die Wanderung auf den abenteuerlichen Premium-Wanderwegen weiter.